Die BLG beschäftigt sich mit der Frage von gesellschaftlicher Vielfalt schon seit vielen Jahren. Wir haben da mittlerweile einen strategischen Ansatz entwickelt. Die Frage der Vielfalt ist Bestandteil unserer Führungsgrundsätze. Wir haben einen Führungsgrundsatz von 7, der sich ausschließlich mit dieser Frage Vielfalt beschäftigt. Wir werden und haben in diesem Jahr bereits 350 Führungskräfte am Standort Bremen mit dem Thema Diversity beschäftigt. Wir sind da tatsächlich breit aufgestellt. Wir haben Kollegen mit Schwerbehinderung, verschiedenste Religionen, verschiedenste Nationen. Und wir arbeiten da alle Hand in Hand. Was haben wir davon? Jede andere Kultur, jede andere Persönlichkeit bringt nochmal einen anderen Blickwinkel mit, sodass dann Dinge gesehen werden, die sie vielleicht nicht sehen, wenn sie da nur Leute haben, die alle sehr, sehr ähnlich ticken. Also es ist in der Tat eine Bereicherung und das ist es dann am Ende auch für die Kollegen selber, denn die Welt ist bunt, also sind wir hier nicht schwarz-weiß. Frauen für Führungsaufgaben zu befähigen, ist für uns natürlich auch ein Thema, weil wir die Frauen ja insgesamt als qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen brauchen. Deshalb legen wir da ein besonderes Augenmerk drauf. Wir beginnen mit der Berufsausbildung. Wir machen als zweiten Schritt unser Führungskräfte-Nachwuchsprogramm für Hochschulabsolventinnen. Wir bringen diese jungen Frauen dann auch relativ schnell in Führungsfunktionen. Die dürfen ganz schnell bei uns Führungserfahrung sammeln. Wir haben mittlerweile auch die erste Frau im Vorstand. In der Berufsausbildung haben wir auch ein Modell für Ausbildung in Teilzeit, richtet sich gezielt an junge Mütter, die es nicht geschafft haben, eine Ausbildung zu machen, zum Beispiel, weil sie ein Kind bekommen haben und das nachholen wollen. Das ist ein Projekt, was wir also auch sehr intensiv versuchen voranzutreiben. Ich habe in diesem Jahr meine Teilzeitausbildung erfolgreich abgeschlossen und ich bin übernommen worden. Und jetzt habe ich einen interessanten, tollen Job bei der BLG im Autoterminal. Und ich kann jeder Frau die Teilzeitausbildung empfehlen. Wir machen auch Qualifizierungsprogramme für unsere Mitarbeiter, die schon länger da sind, die dann berufsbegleitend Berufsabschlüsse machen können. Ich bin jetzt 10,5 Jahre in der Logistik und um den Abschluss Fachkraft für Lagerlogistik machen zu können, muss man 5 Jahre berufliche Erfahrung nachweisen in der Logistikbranche. Das hat mir die BLG ermöglicht und ich finde das total toll, dass ich dann mich auch hinstellen kann und sagen kann, ich bin jetzt die Fachkraft für Lagerlogistik. Wir fördern beispielsweise auch Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, insbesondere auch geflüchtete Mitarbeiter, zugezogene Menschen, die ihre Perspektive in Deutschland suchen, können die bei uns gewinnen. Das, was wir ja brauchen an Engagement, bringen diese Menschen mit. Man muss sich das ja nur mal vorstellen, man geht auf eine 5.000, 6.000, 10.000 Kilometer Tour ins völlig Ungewisse, ja, um sein Leben besser zu gestalten. Das verdient einfach die Unterstützung. Weil das war mein Plan vorher. Ich wollte gerne nach meiner Ausbildung hier arbeiten, ein bisschen Erfahrung haben, kann man so sagen, 5 Jahre und so Erfahrung haben, wenn ich ein Möglichkeit zurück in meine Heimat. Deswegen bin ich jeden Tag hier und wollte das machen. Ja.